Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Velocet Zock Kanal zur weiteren Folge NBA 2K24. Und ja, zur Off-Season Nummer 2 mit den Memphis Grizzlies, muss man sagen. Es ist bitter ein bisschen, wie es gelaufen ist, ne? Ich meine, wir sind gegen Portland rausgeflogen, ein super Team, was es ja bis in die Finals geschafft hat. Dort wurden sie dann von The Legend Trae Young einmal abgeschossen. Aber es ist halt bitter, dass sich Morant im schlechtesten Zeitpunkt verletzt hat, ne? Also in der zweiten Runde in einer engen Serie gegen ein sehr starkes Team sich dann zu verletzen, ist halt maximal bitter als Team. Dementsprechend ist das auch für mich eine sehr schwere Herangehensweise jetzt hier wirklich in die Playoffs, ne? In die Offseason meine ich, sorry. Denn wie wollen wir denn agieren? Wir haben halt ein Team, wo man einfach sagen muss, das kann den Titel holen. Also wir sind ready für den Titel. Wir haben ein gutes Team, es wird wahrscheinlich so sein, dass wir Christopher halt verlieren werden. Da werden wir in der Breite etwas leider, ja, etwas verlieren, was die Guard-Position angeht. Damit muss man leider schon mal rechnen. Aber wir haben ansonsten wirklich ein Team, das ready ist, sage ich mal, entsprechend, ja, Titel zu holen. Beziehungsweise wir sind absolut ready, ja, alles zu schaffen eigentlich. Naja, du kannst in die Conference Finals kommen, du kannst NBA-Champ werden. Du kannst in die Playoffs kommen und die Frage ist halt, was willst du daran ändern jetzt? Klar kann man jetzt sagen, ah, Cat, der war nicht so gut in dieser Playoff-Serie, aber willst du Karl Anthony Towns nach diesem ersten Moment oder nach diesem ersten Versuch ihn wirklich direkt wieder traden? Weil an sich ist er ja ein super Spieler. Er bringt dir was, was Triple J und vielleicht Turner nicht ganz so bringen, wobei Turner schon echt gut ist, auch von der Dreierlinie. Na, aber trotzdem ist Towns noch meine Offensive stärker grundsätzlich als die anderen beiden Big Mans. Das heißt, wenn du ihn abgibst, ja, für wem willst du ihn abgeben? Die nächste Frage, die man sich natürlich stellen kann, okay, bist du vielleicht bereit zu sagen, yo, Towns und Bane und vielleicht X opfern wir, um einen noch krasseren Star-Superstar zu holen, neben Triple J, neben Morant, neben Turner, vielleicht, keine Ahnung, opfert man Bane und Towns und holt sich einen noch krasseren Shooting Guard, noch einen anderen krassen Small Forward, und das ist halt für mich schwierig momentan, wirklich zu sagen, okay, was machen wir für den nächsten Step? Und die andere Frage, müssen wir diesen Step überhaupt machen? Weil wenn sich Morant nicht verletzt, ich meine, klar, hätte, wäre, wenn, bringt uns allen nichts, ist mir alles klar. Aber wenn er halt fit gewesen wäre, dann wäre noch, da geht mir schon die Stimme weg, dann wäre noch alles offener. Und das ist halt schwierig, weil zum Beispiel Morant will ich nicht traden, ist, denke ich, klar. Triple J will ich auch nicht traden. Desmond Bane, weiß ich auch nicht, warum ich ihn traden sollte, um ehrlich zu sein. Er liefert genau das, was ich von einem Shooting Guard will. Towns, der war schlecht in den Playoffs, aber auch hier willst du jemanden direkt weghauen wieder? Hm? Anunoby gibt uns 3&D, besser geht's nicht, du hast den perfekten Flügelspieler. Turner war top, defensiv richtig stark, offensiv auch immer wieder Akzente gesetzt. Also es ist schwierig, wirklich zu sagen, was für ein Move ist der richtige so, ne? Wir müssen natürlich auch mal kurz gucken, auch hier natürlich mal kurz drauf gucken. Und ich meine, es ist klar, wir haben keinen Capspace, ne? Wir müssen halt 25, 26 schon nächste Season, ne? Ich meine, Triple J und Turner haben dann noch ein Jahr Contract. Ich denke, es ist klar, dass wir mit beiden dann verlängern werden. Und du bist halt nicht flexibel mit diesem Team, ne? Das macht es einerseits so spannend, andererseits macht es natürlich auch so schwierig, da wirklich gut zu agieren, zu sagen, yo, was machen wir hier, ne? Ich meine, wir haben auch noch Zaire Williams, ne? Der spielt aber keinerlei Rolle, deswegen wir den ja auch nicht verlängert haben. Aber gut. Gehen wir erstmal jetzt so richtig rein, ne? Das nur zu den ersten Worten, in was für einer Situation wir uns halt auch befinden. Weil ich auch nicht auf Krampf einfach was ändern will, wo ich am Ende sage, ja, komm, wir holen uns noch krassere Spieler von der Gesamtstärke her. Es müsste schon irgendwas passieren, wo ich sage, okay, das verbessert uns nochmal. Aber wir gehen erstmal in die Spielerrücktritte. Und hier haben wir auf jeden Fall Kyle Lowry, der seine Karriere beendet. Wir gucken da auch immer so ein bisschen drauf, würde ich sagen, ne? NBA-Champion geworden, sechsfacher All-Star. Geht auf jeden Fall hier, ne? Wenn man auch mal so guckt, einige Jahre nochmal, also 2 Jahre bei Milwaukee gespielt oder 1,5 bei Brooklyn, Miami und dann natürlich die längste Zeit bei den Raptors. War davor bei Houston und Memphis tatsächlich, also ein Eigengewächs unsererseits, beziehungsweise den wir gedraftet haben. Geht dann auf jeden Fall. Dann haben wir Al Horford, der beendet seine Karriere auch, ne? Gerade Boston war so die prägendste Zeit, würde ich sagen. Klar war er lange bei Atlanta, aber für mich Al Horford, ich bringe ihn mehr mit Boston in Verbindung, muss ich sagen. Mike Conley. Der hat noch ein Jahr Vertrag, das heißt, der wird seine Karriere nicht beenden. Das finde ich immer Schwachsinn. Brody natürlich, ne? Einmal MVP gewonnen, Triple-Double-Season gespielt, absolute Legende. Allen voran natürlich bei OKC unglaublich gewesen. Eric Gordon haben wir hier, Derrick Rose. Schade, wie seine Karriere verlaufen ist, ne? Wegen seiner Verletzung.
2011 MVP geworden, Rookie of the Year geworden, hat seine Karriere tatsächlich nochmal bei Chicago beendet. Das ist doch mal eine nice Story, oder? Lange Zeit bei Chicago seine Prime gehabt, seine kurze, frühe Prime dann bei New York nochmal gut performt, ne? Cleveland, Minnesota auch bei Mini nochmal richtig gut, dann Detroit, wieder nach New York gegangen, dann Memphis, Dallas und dann von Dallas nochmal nach Chicago, um hier seine Karriere zu beenden, wo sie mal angefangen hat. Dann haben wir Nicholas Batum und Co., ne? Morris, Rubio beendet seine Karriere auch. Und ansonsten sind hier keine weiteren super interessanten Spieler mit dabei. Mitarbeiterrücktritte ist auch nicht so interessant. Hall of Fame-Neulinge, es muss natürlich Russell Westbrook sein, ne? Derrick Rose ist nicht mit dabei. Kann ich aber auch verstehen. Klar, jüngster MVP, vielleicht müsste man sagen, allein deswegen. Aber ja, am Ende, wenn man Derrick Rose Karriere anguckt, er hat natürlich einen MVP geholt und Rookie of the Year, das ist krass. Aber dadurch, dass seine Verletzung seine Karriere so kaputt gemacht hat, kann ich schon verstehen, dass er nicht in der Hall of Fame ist. Westbrook hier 21,3 Punkte, insgesamt 1257 Spiele, ne? Ihr seht ja auch hier Rebounds, Assists, Steals. Absoluter Topstar natürlich auch gewesen in seiner Prime, ne? Richtig, richtig starker Spieler. Übrigens ja der Spieler gewesen, der mich so ein bisschen noch zur NBA gebracht hat, ne? Nicht mehr vergebene Trikotnummern, Laurie, die 7 bei den Raptors und natürlich die 0 bei den Thunder. Und Liga-Meetings, hier wird erstmal alles abgelehnt. Finde ich interessant. Okay, Spieler nicht mehr ausfallen, wäre auch irgendwie crazy, ne? Oh, Jahre bis zu neuem TV-Deal, 0. Okay, und Jahre bis zum neuen Tarifvertrag, 1. Interessant. Mal gucken, was sich dann ändert. Und jetzt gehen wir rein in die Draft-Lottery, ne? Wir können ja auch, ne, draften können wir nicht. Wir haben, glaube ich, nicht den eigenen Pick, wenn ich mich richtig erinnere. Ah doch, wir haben den 15. Pick. Den Hawks-Pick. Oh, das ist bitter, ey. Ah, das ist echt bitter, ne? Weil die Hawks haben es ja dann in die Playoffs geschafft. Bitter. Sonst hätten wir immer einen interessanten Pick gehabt. Aber gut, gehen wir rein in die Draft-Lottery. Auch immer sehr spannend, was hier passieren kann, ne? Und wir gucken mal. Die Golden State Warriors sind auf der 14. Finde ich, ist auch eine super interessante Franchise zum Spielen eigentlich, ne? Weil man mit denen, sag ich mal, zwei, drei geile Jahre noch hätte und dann in einem fetten Rebuild gehen könnte. New York Knicks hier auf jeden Fall auf der 13. Als die Brooklyn Nets. Die bleiben auf der 12. Jetzt haben wir die OKC Thunder, die mit ihren unzähligen Picks bleiben auf der 11. Jetzt die Utah Jazz. Utah gewinnt hier auf jeden Fall Top 4 Pick. Während die Thunder dann auf 11 und 10 draften können. Los Angeles Lakers nach einer schlechten Saison haben hier den 9. Pick. Mal gucken, was sie damit anfangen können. Dann haben wir auf jeden Fall die San Antonio Spurs, die auf der 8 sind. Ein weiterer starker Spieler könnte hier zu Wemby dazukommen, ne? Houston Rockets gewinnen ebenfalls. Pacers nur auf der 7. Ah, das wird die Pacers ärgern. Jetzt haben wir hier die Pelicans. Die Pelicans auf der 6 und jetzt haben wir gleich die Top 5. San Antonio. Nein, es sind die Raptors. Es sind die Raptors. Also wir haben einige Gewinner auf jeden Fall. Ne? Jetzt könnten hier die Spurs kommen. Und es kommen die Spurs. Also die Spurs können auf 4 und 8 draften. Kriegen nochmal zwei junge Spieler zu Wemby und Co. dazu. Ne? Ist auf jeden Fall für ihren Rebuild sehr, sehr wichtig. Jetzt haben wir die Orlando Magic. Die sind auf 3 und damit ist auf jeden Fall Utah. Und ich glaube die Pacers. Ne, nee, und Houston. Houston und Dings sind auf jeden Fall die fetten Gewinner. Und die Utah Jazz kriegen den 2. Pick. Das ist auf jeden Fall ein dicker, 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 ja, sag ich mal, Deal für sie, ne? Dass sie so weit nach oben nochmal gegangen sind, beziehungsweise tief gefallen sind hier in dem Fall. Sagt man das so? Weil es tief gefallen wegen Nummer 2. Aber auf jeden Fall haben sie den 2. Pick gewonnen. Und die Nummer 1 geht tatsächlich an die Houston Rockets. Die haben hier tatsächlich die Nummer 1 gedraftet. Bisher dürfen gleich die Nummer 1 draften. Das ist für die Rockets natürlich auch ein Big Win, muss man sagen, ne? Sehr, sehr interessant. Wir haben übrigens den 16. Pick. Ja, na, kann man machen. Personalverpflichtungen. Ja, CFO und Co. ist eigentlich komplett egal. Das werden wir gleich mal überspringen. Solange Head Coach Tyler Jenkins machen wir weiter soweit. Ne? Chef Scout ist auch noch da. Dann überspringen wir den Part. Ist einfach, meiner Meinung nach hat das einfach gar keinen Impact. Weswegen ich ganz klar sagte, das können wir einfach überspringen. Ne? Es ist nicht so interessant, wer welcher Trainer wo ist. Hat für mich einen zu geringen Impact auf die Teams. Das müsste mehr werden, aber gut. Ich würde sagen, wir gehen tatsächlich in den NBA Draft oder haben wir die Chance, unseren Pick vorher schon zu traden?
Ach, können wir ja gar nicht, ne? Na gut. Ja, wir haben halt keine Assets mehr, ne? Die man wirklich irgendwie wegdraften kann. Ja gut, dann gehen wir rein in den NBA Draft und gucken da mal, ne? Und als allererstes dürfen die Houston Rockets. Und was machen die Rockets? Und die Houston Rockets holen sich Jazz Frazier. Hier auf jeden Fall einen Point Guard, ne? Holen die sich. Und interessant, dass sie sich auch ihren Frazier holen, haben da noch einen weiteren Guard. Jetzt die Utah Jazz. Und die holen sich tatsächlich den Small Forward Cole Farouk Tumbasa aus Duke, haben sie sich geholt. Ich habe einige Experten in den Medien gehört, dass Tumbasa ein Zweitrundentalent ist. Haben wir uns die Draft-Talent hatten wir uns auch schon mal angeguckt, ne? Meine ich zumindest. Devin Ward hier aus Ohio, Point Guard auf jeden Fall, geht jetzt hier zu den Magic. Dann haben wir die San Antonio Spurs, Leslie Bellamy, aus Gonzaga, Small Forward auf jeden Fall. Anscheinend die meisten NBA-Dreier verwandelt im Draft-Combine. Kriegen da auf jeden Fall einen guten Mann. Josh Lambert, doch wir hatten uns die einmal angeguckt, bin ich mir sicher eigentlich. Aus Western Kentucky mit dem 5. Pick in NBA Draft 25 hier. Geht auf jeden Fall zu den Raptors. Dann haben wir die New Orleans Pelicans mit Cameron Floyd. Center hier aus Washington geht zu den Pelicans. Ne? Auf jeden Fall jemand, der viel Körpereinsatz gibt. Sollte also jemand sein, der da nochmal Körperlichkeit reinbringt. Die Pacers holen sich 6 Sounders. Small Forward auf jeden Fall. Auch jemand mit seiner rohen Stärke auf jeden Fall, der beeindrucken kann, hat die meisten Bankdrück-Wiederholungen geschafft im Draft Combine. Wir machen wie immer die komplette erste Runde natürlich, ne? Darren Payne ist der zweite, den die Spurs hier ziehen. Darren Payne liebt es zu werfen und hat noch nie einen Wurf gesehen, der ihm nicht gefallen hat, okay? Also definitiv einen Werfer kriegen sie hier, jemand, der shooten kann ohne Ende. RJ Caldwell hier aus Baylor, Small Forward, wechselt hier zu den Los Angeles Lakers. Dann haben wir die, die Thunder, die haben einfach Mikael Jagla geholt aus Lettland. Okay, Most Coachable Player, also jemand, der anscheinend einiges schon kann. Gehen wir weiter. Hier holen sie Conrad Smits. Was ich ein bisschen schade finde, dass das Alter nicht noch mitgenannt wird, ne? Weil das ist auch nochmal immer ganz interessant. Aber sie holen sich nach dem lettischen Spieler noch einen internationalen Spieler aus Australien. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Die Thunder gehen also auf internationale Erfahrung hier. Dann Boyd Pope aus Utah geht hier auf jeden Fall zu den Brooklyn Nets. Jetzt gehen wir weiter hier zu den New York Knicks. Harvey Moreland aus Air Force, 1,96 großer Point Guard, also hat schon eine sehr gute Größe, würde ich sagen. Ne? Muss man mal gucken, ob er dann wirklich ein Ersatz für Brunson ist oder eher eine Alternative im Kader. Ne? Die Golden State Warriors holen sich Ray Garner aus Wisconsin. Okay, sie haben auf jeden Fall einen Shooting Guard gesucht, macht natürlich auch Sinn, weil natürlich auch ein Klay Thompson immer älter und älter wird, ne? Und die OKC Thunder mit ihrem dritten Pick in diesem Draft holen sich Quincy Blackwell. Das ist wahnsinnig, wie gut er auf jeden Fall hier blocken kann. Er hat nämlich 3,5 Blocks per Game gemacht, das ist wild. Ich würde es allgemein gut finden, wenn in dieser ganzen Beschreibung so mal kurz steht, was haben sie allgemein gemacht. Punkte, Rebounds etc. Es würde noch viel mehr geben als nur diese Texte, ne? Hoppala. Ach, wir sind dran, stimmt ja. Wir können ja auch nochmal jemanden holen, schon ganz vergessen. Also voll gescoutet haben wir tatsächlich Richie Hunt und Jesse Ball. Jesse Hunt sieht aber auf jeden Fall gut aus. Der ist auch gerade mal 18, muss man dazu sagen. Wenn man hier mal guckt, also Nahdistanzwurf ist ordentlich, Dreier geht so, ne? Wurf-IQ, Freiwürfe kann er, ist ein guter Dunker, was sehr interessant ist. Gucken wir gleich mal auf seine Athletik. Pass-IQ ist auch vorhanden, Hände hat er. Wir haben auch wieder Post-Kontrolle, Post-Fade kann er, okay. Also von der nahen Distanz ist ein sehr interessanter Mann. Holt die offensiven Rebounds, defensive Rebounds eher weniger. Interessant, seine Defense, ja, ist nicht die allerstärkste, muss man sagen. Pass-Verteidigung, Steals kann er. Sehr interessanter Power-Forward, muss man sagen, ne? Geschwindigkeit wie den Mann hier mit 2,13 Meter auch gar nicht mal so schlecht. Relativ stark ausdauernd. Gesamtbelastbarkeit, okay, also was die Verletzungen und Co. angeht, ne? Offensive Konstanz ist extrem hoch. Finde ich interessant. Und wo sehen wir sein Potenzial? Müssen wir mal kurz gucken, ne? Potential, was hat denn der da? C+. Aber er ist schon jemand, der dir einiges geben kann, ne? Wenn man nochmal kurz auf die Punkte und Co. schaut, hat tatsächlich auch 24,5 Punkte gemacht. 11 Rebounds, 3 Assists, 2,8 Blocks per Game, 1 Steal per Game für California. Ich denke, das wäre ein guter Mann. Komm, Richie Hunt, das wird unser Mann, den wir uns holen. Ich denke, für den 16. Pick ist das nicht schlecht, wen wir hier kriegen, ne?
einen sehr, sehr interessanten Power Forward, würde ich einfach sagen. Eine sehr interessante Bauart, die man so nicht ganz so oft findet. Er hat sehr interessante Stats dafür oder Fähigkeiten. Die Spurs von Jared Terry, also die dürfen hier weiter draften. Und schon wieder die Thunder, ne? Die holen sich nochmal Ricky Lloyd, einen Small Forward, 2,6 Meter groß. Also die Spurs und die Thunder, die haben gefühlt die Hälfte der Picks hier. Jesse Ball aus Bradley geht jetzt nochmal zu den Spurs. 30 Wiederholungen im Bankdrücken, also auch ein richtig starker Mann. 127 Kilo schwer, Junge. Charlton Sheppard aus San Diego. Small Forward auf jeden Fall. Anscheinend hat der viel Potenzial, der jetzt hier zu den Magic geht. Die Knicks holen sich Dennis Rush. Interessant, auf Creighton hier nochmal. Ein guter Distanzwurf als Center. Das ist natürlich auch immer interessant. Jetzt hier die Brooklyn Nets. Wir haben gar keine Trades bis jetzt gesehen, ne? Die Nets kriegen Picks. Okay. Haben Picks bekommen, somit die Hornets jetzt draften können. Und die holen sich Drew Hart aus Syracuse, Power Forward hier. Er hat auf jeden Fall die beste Sprungkraft, also athletisch gar nicht mal so schlecht. Kevin Richmond, aus Northwestern. Wieder 2,6 Meter. Echt viele große Small Forwards hier, ne? Muss man sagen. Eventuell ein Bogdanovic-Ersatz, muss man mal schauen, ne? Eddie Nance oder Nance, ne, aus Minnesota. Sehr guter Playmaker, wie es scheint, ne? Gucken wir mal weiter. New Orleans. Alonso Guerrero, hört sich eher ein bisschen mexikanisch oder so an, oder mittelamerikanisch, aber ist tatsächlich aus St. Louis, ne? Und werden wir mal sehen, was er hier so liefern wird dann für die Pelicans. Dann die Clippers, die holen sich Cedric Joseph aus Boston. Ich glaube, die können jeden jungen Mann momentan gebrauchen für die Post-Kawhi-Ära, ne? Muss man sagen, also Post-PG und Kawhi-Ära. Tony Williamson aus Texas wechselt auf jeden Fall jetzt hier zu den Boston Celtics, beziehungsweise wird dorthin gedraftet. Hat anscheinend jemanden, der eine gute Defense hat. Die Pacers holen sich Billy Fields aus Santa Clara hier. Center nochmal geholt und jetzt die letzten Picks hier. Nochmal Utah gegen Junior Reed aus Texas. Und dann nochmal die Houston Rockets, die sich Irving Kent holen aus Tennessee Shooting Guard. Wir gehen auf jeden Fall dann weiter vorne und gucken dann mal. Also, Jess Frazier, auf jeden Fall ein guter Pick. Wir gucken auch immer so ein bisschen aufs Potenzial. Das ist nämlich auch immer sehr interessant. Haben da auf jeden Fall einen guten Mann geholt hier, die Houston Rockets. Tumbasa natürlich auch hier, ne? Jemanden, der Potenzial mitbringt. Jemand, der sehr athletisch ist. War, glaube ich, jemand, der extrem ja hier bei den Dunks extrem gut ist, ne? Ich glaube auch allgemein bei der Geschwindigkeit, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau, laterale Beweglichkeit 89, ne? Schnelligkeit 94. Das ist ein guter Athlet auf jeden Fall. Die Magic haben sich für Devin Warte entschieden hier. Gesamtstärke nicht so hoch, aber wie sieht das Potenzial aus? B+. Spurs haben sich nochmal Bellamy geholt, ne? Raptors mit Lambert, aber der ist 22, muss man sagen, ne? Also kriegst hier wahrscheinlich eher einen fertigen Spieler. Ist ja auch immer so ein bisschen das, was du beim Draft abwägen musst. Nimmst du dir einen fertigen Spieler oder jemand mit mehr Potenzial? Cameron Floyd und Co. Wir gucken mal hier auf den Juggler nochmal. Den jetzt hier die Thunder geholt haben. C+, 21 aus Lettland. Der kann halt auch schon seine Sachen so ein bisschen, ne? Wir gucken natürlich auf unseren Mann und wir haben echt eine gute Wahl getroffen. Weil er ist gerade mal 18 Jahre jung, Richie Hunt. Der kann halt das, was er kann. Und er hat auch Potenzial, Arminus. Also ich glaube, wir haben wirklich den bestmöglichen Pick gemacht, ne? Also er ist ein guter Dunker, guter Korbleger, Nahdistanz richtig stark, wenn man sich das anguckt, ne? Jetzt haben wir natürlich die vollwertigen Werte, die sind ja auch beim Draft immer noch so ein bisschen geschätzt. Trotzdem jemand, der aus dem Post agieren kann und Hookshots hat er auch drauf. Er hat aber gute Hände mit am Start hier. Offensive Konstanz ist sehr gut. Defensive in der Zone ist top. Ja, was heißt top, aber es ist ordentlich. Ja, Rebounding im offensiven Rebound doch nicht so stark, wie wir es gedacht haben. Aber dafür nicht so schlecht im defensiven Rebounding. Help Defense IQ sehr stark. Defensive Konstanz ist absolut da. Stark ist er auch noch. Ausdauernd ist er. Und hat auch noch großes Potenzial. Und er ist halt gerade mal 18. Ne? Wir haben, glaube ich, den jüngsten Mann hier bisher gepickt. Ich würde mal sagen, das war ein Top-Pick unsererseits. Ich glaube, wir haben den Stil gelandet. Ich glaube, wir haben in diesem Draft hier einen richtigen Stil gelandet. Hier haben wir nochmal Drew Hart. Der hat auch nochmal Potenzial. Hat sonst noch irgendjemand was irgendwie gepickt, wo man sagen kann, yo, Respekt. Auch bei den Zweitrunden, da ist ja immer nochmal schwierig. Lakers haben hier nochmal einen 19-Jährigen. Ja gut, bei den Zweitrunden-Picks ist ja immer Long-Term eher, dass man sich das anguckt, ne? Sonst wären sie auch keine Zweitrunden-Picks. Aber ich würde sagen, wir haben einen Stil gelandet, oder? Richie Hunt. Richie Hunt verpflichten wir natürlich. Team- und Spieler-Option. Nehmen wir auch bei Roddy wahr, ne? Ist wichtig. Und Antetokounmpo ist Free Agent. Jason Tatum ist Free Agent. Donovan Mitchell ist Free Agent. Jimmy Butler ist Free Agent. Kyrie, Brunson,
Julius Randle, das wird eine wilde, wilde Free Agency, Leute. Das wird eine ganz, ganz wilde Free Agency. Qualifier Offers, nee. Bei Christopher gerne, aber den werden wir kaum halten können, ne? Den werden wir kaum halten können, aber ich bin mal gespannt, was ihr dann am Ende zu diesem Mann hier sagt, zu Richie hier auf jeden Fall. Sehr interessanter Power Forward nochmal bekommen, ne? Also das macht die Situation natürlich auch nochmal interessant, weil du hast jetzt Santi Aldama, du hast Towns. Jetzt könntest du natürlich auch sagen, ey, sollte Josh Christopher uns verlassen, was passieren kann? Lass uns doch Towns opfern für einen besseren Guard, der von der Bank kommt, weil da werden wir sonst ein bisschen was verlieren. Vielleicht brauchen wir nochmal so einen dritten richtig krassen Guard, sind dafür bereit, Towns zu opfern, und wir haben hier auf Power Forward-Center eben entsprechenden Spieler hier, ne? Wobei man auch nochmal sagen muss, Moratorium Day, wir müssen ja auch alle Positionen bezahlbar erstmal noch Turner verlängern, ne? Das darf man gar nicht vergessen, ne? Wir müssen mit Turner verlängern und ja gut, gerade mit ihm, ne? Weil er ist halt Free Agent, wenn man mal die Angebote sich anguckt. Clippers wollen ihn unbedingt haben, Warriors und Co. Also mit Miles Turner müssen wir auch erstmal verlängern. Aber das Ganze machen wir natürlich dann in der nächsten Folge im Moratorium. Ich denke, es ist klar, dass wir versuchen werden, mit Turner zu verlängern. Alles andere wäre natürlich wild. Bei Christopher haben wir wahrscheinlich keine Handhabe. Ne? Williams können wir übrigens auch komplett gehen lassen. Dante Exum, Campazzo erstmal auch, Harris auch. Christopher nicht, da werden wir es natürlich probieren. Ne? Aber nur, dass das klar ist, wir könnten auch theoretisch Turner verlieren, wenn er sich für ein anderes Team entscheidet. Wir können ihm das maximale Gehalt bieten, das werden wir auch machen. Aber sobald wir das dann auch gemacht haben, müssen wir mal gucken mit Karl-Anthony Towns, weil der verdient natürlich auch verdammt viel Cash, ne? Also Towns Trade machen wir in der nächsten Folge. Komm, machen wir in der nächsten Folge. Euer Veloce wird sich fürs Erste ab und bye bye.